Hallo Leute, herzlich willkommen auf dem Nachmittag. Liefern wir mal Genf. Heute liefern wir mal Altverpackungen nach Genf. Meine Güte. Eben kann ich auch nicht mehr. Auf geht's, yes. Dazu muss ich erstmal Gas geben, genau. Das wäre angebracht. So, jetzt muss ich erstmal gucken, wie ich hier rauskomme. Ach, hier. So. Oh. Ja, das tue ich doch gerade. So. Zack. Jetzt fahren wir hier rein. So. Und jetzt müssen wir das machen. So. Perfekt eingepackt, muss ich sagen. Hallo, fahren Sie rückwärts. So, jetzt. Moinsen, Werner. So. Es ist rot. Es ist grün, yes. Und dann können wir fahren. Bisschen hupen hier. So, da ist der rote Ampel. Dann müssen wir hier stehen bleiben. Ja, ich weiß, wo ich abbiegen muss, Navi. Ich weiß es auch. Mann, genau jetzt ist es grün. Dann fahren wir hier mal nach rechts. Wow. Ja. Biege nach rechts ab. Also das ist wirklich das kürzeste, der kürzeste Auftrag, den ich hier habe. Man muss nur 1 Kilometer fahren. Perfekt. Aber das schaffen wir schon. Bin genau genommen einmal nur kurz im Kreis gefahren und bin jetzt schon da. So. Könnte es bitte grün werden? Ich fahre einfach über Rot. Juckt mich null. So. Da sind wir doch. Sie sind am Ziel angekommen und Ihre Routenführung ist damit abgeschlossen. Schön. Das hat ja auch nur 3 Minuten ungefähr gedauert. Okay, da gucken wir mal nach einem weiteren Schnellauftrag. Würde ich einfach hier das hier nehmen. Gabelstapler. Aha. Keine Ahnung, was das heißen soll, aber machen wir einfach mal. Kann es bitte laden? Danke sehr. Hallo. Ah. Fahrt vorsichtig. Ich bin nur eine Person, aber okay. So. Machen wir den Sitz hier mal ein bisschen weiter nach hinten. Fahren wir hier nach links. Biege nach links ab. Die rote Ampel, die nervt mich. Ah, jetzt. So. Fahren wir mal nach geradeaus. So. Müssen wir gleich nach links, ne? Jo. An dieser Ampel, ne? Diese Kackampeln. Hier hingestellt.
Wer auch immer diese hier hingestellt hatte, der ist einfach nur scheiße. Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Zweite Ausfahrt? Ja, die nehme ich doch gerne. Habe ich schon genommen. So, können wir jetzt bitte schneller fahren? Ich muss nämlich schnell an meinem Ziel ankommen. Hat nicht den ganzen Tag Zeit. Hör mal. So, jetzt sind wir nicht mehr in Osnabrück, sondern wir müssen nach Hannover fahren, genau. So. Hannover ist rechts, okay. So. Zack. Bin ich jetzt schon im 9. Gang, also weiß ich ja nicht. Keine Ahnung. Ist das beim LKW so? Ich bin nur hier LKW-Fahrer. Tatsächlich, aber machen wir schon. So, einfach schnell fahren, nicht so langsam. Ich darf eigentlich nur 60 fahren, aber ich habe Sondergenehmigung, ich darf schneller, weil ich halt wie gesagt der beste Fahrer bin. Dann fahren wir hier einfach mal geradeaus. So. Schön geradeaus. Zack. 97 Kilometer noch, das schaffen wir. Hoffentlich. Also ich denke schon, dass wir das schaffen. Wäre scheiße, wenn nicht. Da kommt ein rotes Auto. Wow. Warum ist der LKW nach links abgedingst? Ihr wisst, was ich meine. Ich darf keine Leute überholen, mache ich trotzdem. Denn ich bin der weltbeste LKW-Fahrer. Ja, und ich transportiere hier eh nur einen Gabelstapler, der kann auch gerne kaputt gehen. Also. Das ist ja eh nicht mein Problem. Ja, trotzdem die Kohle fürs Fahren. Glaube ich zumindest. Wenn nicht, dann ist es Betrug, dann klage ich die an. Und ich fahre fast 100, obwohl ich nur 60 fahren darf. Auch nicht schlecht. Achtung, hier kommt ein sehr schneller LKW-Fahrer. Und ich weiß jetzt schon, dass ich gleich mega abbremsen muss. Da kommt ein LKW, wenn du jetzt... Der fährt einfach raus, du Hund! Wow, wow. Okay, jetzt muss ich langsamer werden, weil ich muss hier links ab. Ja, so langsam nun auch wieder nicht, LKW. Also, du musst nicht genau aufs Wort hören. Ich weiß, wann ich abbiegen muss. So. Noch 50 darf ich hier fahren. Oh, ich hasse LKWs vor mir. Und hinter mir. Ja, hinter mir nicht. Ich bin ja hinter ihm. So, fahren Sie bitte schneller, damit ich hier schnell an meinem Ziel ankommen kann. Ich überhole dich jetzt einfach. Blöder LKW. Nö, ich lasse dich hier nicht drüber. Du kannst da schön... Nein. Ja, ist nicht mein Problem. Hätte er mal nicht nach links abgebogen. Tschüss. Ich begehe gerade Fahrerflucht, aber es juckt mich nicht. Rasthof? Nee, oh, doch keine Rast. Oh, doch keine Rast hier. Ich schaffe das. So, wir fahren hier schön 90 in 80. Überholen den hier gleich. So. Was transportiert der hier? Ozean Solid. Was weiß ich. Grub. Irgend sowas. Wow. Ah, können wir ihn bitte schneller hier überholen? Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. So, jetzt kann ich rechts abbiegen. So. LKW fahren, das macht Spaß. LKW fahren, das macht Spaß. Warum habe ich jetzt Schaden bekommen? Ich mache trotzdem weiter. Wow, 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 wow. Okay. Reicht. Noch 25 Kilometer, dann haben wir das Ziel erreicht. Mann! Rechts halten und dann die Ausfahrt rechts nehmen. Rechts halten, okay. Nimm die Ausfahrt rechts. Mach ich doch schon. Biege nach rechts ab. Wow.
Hilfe, der ist zu langsam. Och, Mann. Kann ich hier nicht hochrasen? Das ist ja schade. Warum bin ich jetzt eigentlich schon wieder auf der Autobahn? Ich muss doch eh gleich wieder runter. Ey, Junge, die sind hier alle zu lahm. Fahr ich halt hier drüber. Jetzt knallt er hinter mir auch noch rein. Weil die hier zu lahm fahren. Tschüss. Kollege. Kollege. Hallo. Ich fahre hier. Ich habe Vorfahrt. Nee, habe ich nicht. Okay. Ja, ich bin ja schon auf der richtigen Fahrbahn. Und dass der Bus, dass der LKW immer so früh hilft, das nervt mich. Was mache ich denn gerade? Soll ich jetzt schon nach links abbiegen oder was? Es wird grün, es wird grün. Jo, ich hab's einfach vorhersagen. Ah, biegen wir jetzt einfach schon ab. Wir stoßen da fast gegen. Achso, muss ich hier schon rein? Oh ja, ich muss hier schon rein. Ich muss hier schon rein. So. Wo muss ich jetzt hin? Hier über die Gleise. Ey, Junge, das ist ja voll gefährlich. Wenn hier ein Zug kommt, man sieht es ja gar nicht. Man sieht's ja null. So, wir fahren hier. Rechts abbiegen. Also hier. Da, wo die Ampel gerade rot geworden ist. Nee, ich fahre über rot, weil das interessiert mich nicht. So. Muss ich hier gleich irgendwo links hin? Hä, es müsste doch der hier sein. Ah ja. So. Okay, Leute. Okay, Leute, ich würde sagen, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, ein Abo und einen Kommentar da. Schaut euch auf meinen Discord-Server vorbei. Habt einen traumhaften Tag. Haut rein, euer Sandro. Und ciao, ciao.